Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses verfickte Video beginnen soll. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal über Ärzte reden. Ja, moin. Okay, ich war vor einem Jahr beim Arzt und es war ganz normal. Er hat mich angetastet, er hat mir am Schwanz gefasst, er hat mir einen gelutscht. Okay, nein, das hat er jetzt nicht gemacht, aber wäre schön. Als ich dann beim Arzt war und er diese ganze Untersuchungen gemacht hat, habe ich mich natürlich sehr unwohl gefühlt. Nach einiger Zeit hat mich verlassen, der Arzt, und er hat irgendwas in seinem Büro gemacht, irgendwas aufgeschrieben, vermutlich wegen meinem kleinen Penis. Danach habe ich so eine gefühlte halbe Stunde im Wartezimmer gehockt. Achso, ich wollte euch noch kurz zeigen, wie so ein Wartezimmer aussieht. Also da hockt man meistens so mit anderen und und dann hockt meistens da so ein Dildo auf den Tisch oder Adolf Hitler. Bam, bam, bam. Und er ist wieder reingekommen. Alles okay, er sah jetzt nicht böse aus. Ich meine, er sah jetzt nicht traurig aus. Ich war ganz glücklich, wollte einfach nur gehen, wieder nach Hause gehen, zocken. Am Schwanz wedeln, Penis, Hitler. Und danach war es so, dass er so eine Akte in der Hand hatte, wie man es natürlich beim Arzt kennt. Nein, ich hatte keinen Krebs, keine Osteoporose oder Diabetes. Mir ging es eigentlich ganz gut und das hat mir auch der Arzt gesagt. Nur es gab ein Problem. Stopp! Stopp! Jetzt pausiert ihr alle das Video und schreibt unten in den Kommentaren, was das Problem war. Das wussten wir beide. Ich war übergewichtig und das hatte mir sogar gesagt. Ich lag ungefähr 10 Kilo im Übergewicht und ja, wenn es dir eine Person mit Autorität sagt, dass du fett bist, dann geht's dir natürlich schlecht. Und deswegen bin ich nach Hause gegangen, habe mir ein Messer genommen und mich umgebracht. Ah!